Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout London. Ja, heute gilt's. Wir machen heute mit der Hauptquest von Smite oder Angel weiter und entsagen allen anderen Fraktionen unsere Loyalität. Das heißt, auf zum Endgame. Doch zu husten. So. Die Natur bewundert eine Krabbe. Ah, Kneipentour. Sind wir in der Nähe davon? Müssen wir zum Trafalgar Square, ne? Könnten wir eigentlich auch noch hinlatschen. Ist jetzt eigentlich auch nicht so weit. Aber ich weiß nicht, wir müssen theoretisch alle haben. Also. Kann sein, dass wir vielleicht irgendwo einen einzigen Ohr vergessen haben oder so. Oh nein. Ernsthaft. Ich wollte hier doch nur durchgehen. Ich wollte hier nur friedlich durchwandern. Aber nö. Ihr seht das natürlich wieder anders. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Da war drin. Hm. Ja. Na super. Voll falsch gelauscht hier oder was? Kommen wir hier irgendwo hin? Ja. Wir können auch hier lang. Hm. Eigentlich eine schicke Bude hier, wa? Natürlich. Du. Ach komm. Bevor die schlecht werden, hier die schönen Eier. Oh, wir könnten da noch mal schnell hinlatschen, ne? Naja, Snapdragon wird ja gleich immer mal hinterherkommen. Hm. Und hier hoch? Ja. Ah, hier aus kommen wir eigentlich am schnellsten hin. Na, ich höre ihn ja. Ah, oh, geil, noch right away. Ach, wir sind auf dem Weg, nehmen wir mit. Yay, full speed. Aha. Und weiter geht's. Naja, geht ja sogar einigermaßen schnell. That track was Calico Jack by Fentworth Terry. I'll just play some music for you all, shall I? Here's Nuke. Ah, da ist er doch. Sagst du mit dem Finger oder was? Irgendjemand wollte hier die Bierdecken haben, ne? Ich glaube, der Typ hier vorne. Oder er hier, genau, er. Hey, Kollege. Ja, ich habe Bierdecke für dich. This place had shut. I guess not. Thanks to you, I'm covered. Either way, eh? At this rate, you'll be done in no time, pal. Was? Wir sind noch nicht ganz fertig. Na toll.
Würde ich noch ein Bierdeckel hier irgendwo rumfliegen? How the fuck did you cock up an apple tart? It's a tart! Ja, Entschuldigung. Ja, aber die Perks müssen wir ja trotzdem noch haben, ne? Ja. Hier, Big Guns, Bier mit, ja. Naja, kann sein, dass wir irgendwo irgendeinen dummen Bierdeckel einfach übersehen haben oder so. Naja. Weißt du, wie viele gibt's? 30? Keine Ahnung. 750 Tickets haben wir immerhin gekriegt. Und ich bin den ganzen Kram hier aus dem Inventar los, ne? Ah, kommt ja auch mal ein bisschen Platz rein, ne? Na, Hauptquest, Leute. Ja, und wir rennen wieder zurück. On the mend, and this radio station is brassic. If you fancy topping up my coffers, head over to me in Acne. Till then, here's me shilling for the corpos. Eastminster Tires. If you need tires, come and get them from me, Toby the Tire Seller. Well, that was quite to the point, so yeah. Moving on. I just can't wait for tomorrow is a song clearly written by Optimus. If it were up to me, there wouldn't be a tomorrow. Naja. Also auf zur Telefonzelle. So, nehmen wir mal die Seite hier. Da sind hier sogar noch ein paar Leute hier. Clooney, hallo. Die haben ja nicht mal Augen. Könnt ihr denn wenigstens gucken? Der Gruselige. Naja, sind ja zum Glück nur Klone. So, wenn wir die Quest angenommen haben, kann es sehr gut sein, dass Snapdragon uns direkt angreift. Aber er hat ja nur noch seinen Spear. Das heißt, wir können den direkt ausschalten. Mag wohl nicht jeder davon begeistert sein, dass wir Angel folgen wollen. Aber da müssen wir einfach mit leben. Haben wir schon mal einen Anschlag? Ja. Hallo. Excellent work. The aquarium is unrecoverable, or so the pigeons tell me. Freeing that crustacean was cataclysmic disobedience of orders, don't get me wrong. But causing the lab to flood was a nice touch. Much more inconspicuous. You're beginning to show promise, Wayfarer. But this next task will be the true test of your abilities. Two names, two people I want killed. When it comes to the method of execution, the more discreet the better. I don't want you storming in like a thug. The circumstances surrounding these individuals' deaths should be somewhat of a mystery. The first name is Eve Varney, leader of the Fifth Column. British Grenadiers. Speak to her half-brother, Horatio Whitehouse, in the tavern beneath the Fifth Column headquarters. He'll put you on the right track. The second name is Arthur, leader of Camelot. Your prior association with the organization, as amusing as it is, should give you free roam in their headquarters. See to it that King Arthur goes the way of Charles I.
Do you have any queries? It will be a while before we speak again. Ja, warum nur ihre Anführer ausschalten? Camelot and the fifth column are in their infancy, propped up by figureheads. Only recently have they even begun to become established. Take these figureheads out of the equation now, and their grand vision goes with them. Those who remain are left to pick up the pieces. We can focus on our goals. The rest can be dealt with at a later juncture. Warum kann ich nicht einfach reinstimmen und alle umknallen? If you want a target on your back, by all means. But I warn you, if you compromise Angel, it won't be Camelot or the fifth column you'll have to look over your shoulder for. Ach so. Ja dann. Warum sollte Horatio uns helfen, seine Schwester umzulegen? Sister, and all the baggage that goes along with that. Ach so. I'm sure he'll bore you with the details when you speak to him. Okay, dann habe ich keine Fragen mehr und see ya. Be seeing you. Okay, er haut noch nicht ab. Aber ich glaube, das sollten wir vielleicht ohne ihn machen, oder? Naja, mal sehen, wie lange ihr mitspielt. Du lebst nur zweimal. Aus Mondios. Außer Morden. Ja, kümmern wir uns erstmal vielleicht hier drum. Ah, lass mich mal hier. St. Georg. British Grenadiers by Apollo Taffy. Since you left our love behind. Ah, okay, hier kommt man auch direkt in den Keller oder was? Okay. Dann machen wir das mal. Quatschen wir mal mit ihm hier. What can I do you for? Ja, ich muss die Privatlounge betreten. Private lounge is members only. You? I'm not a member. Ach komm schon. Charisma. Atembox. Wir haben doch da was. Komm, ballern wir uns mal ein Bier rein. What'll it be this time? Ich muss immer noch in die Privatlounge. Lounge is members only. Ja, hast du gerade schon mal gesagt. Ich habe ein Treffen geplant. Es ist nicht meine Schuld, dass du es vergessen hast. Don't accuse me of incompetency. I didn't get the orders, okay? Here's the key. Dankeschön, da war ich easy. Warum bleibst du draußen? Mitch, I'm talking about my sister, Ivani. You see, not everyone thinks she's magnificent. And I'm not talking about the troglodytes in Richmond or the gluttons of Westminster either. Your employer and I both agree she has to go. Und was passiert mit der fünften Spalte? Warum genau muss sie gehen? That shouldn't concern you. Besides, your employer and I have different reasons. All that matters is that we agree on the course of action. I have no preference in manner of her execution, but your employer prefers caution. I have somewhat of a scheme, if you wish to kill her discreetly. Ja, was ist der Plan? Eve's chief advisor, Victor Schmidt, is a pathetic weasel of a man. If my suspicions are correct, which they are, he cares little for the principles of the fifth column. He stays only for Eve. An obsession is sickening. If he were to find out certain things about her past, then his obsession would turn to rage. He'd do the job himself, the fucker, if he weren't confined to that chair. Warum hast du denn deine Schwester? She's my half-sister, really. I am of proper stock. Eve is a bastard.
When I was a boy, she was chucked out of the family home. It's the fifth column that brought us back together. A pure coincidence, you must understand. We both joined in Harold Attlee's days. Dark times they were. I climbed my way to the top. She charmed her way up the ranks. When Attlee was on his deathbed, the poor fucker was so delusional, he named her successor. What's there to tell? His life story could be written on a napkin. He was a soldier. It's only luck that he fell into the chief advisory position. Was ist mit Is Vergangenheit, die Victor dazu bringen würde, sie gegen sich zu binden? A little ways north of here, hidden away, is a mass grave. Very few know about it, and Victor Schmidt isn't one of them. Inside it, you'll find the remains of all those in the fifth column who have challenged Eve over the years. One such corpse is that of Oliver Hume, Victor Schmidt's predecessor and close friend. If he were to realize this, that Eve is just as flawed as he believes the fifth column to be, he'd break. Und erzähl mir von Oliver Hume. Now that was a leader. Apart from myself, I'd say Hume was by far the best candidate for Attlee's replacement. Despite this, he never challenged Eve's position. That was his mistake. Instead, he challenged her decisions repeatedly. Hence why he was killed. Ja, wie zu überzeuge ich ihn? It will be difficult to shatter the immaculate visage in his head. But it's never impossible to convince people of the truth. I wouldn't mention my involvement, for starters. He'd never believe it if he knew it came from me. Anyhow, empirical evidence wouldn't go amiss. Und wo kommst du in dieses Spiel? I come in at the end, when I take my rightful place at the top. I have few allies outside the administrative branch and little appetite for getting my hands dirty. The success of this plan is on you and you alone. In the case of failure, do whatever it takes. I want her gone. Ich befolge mal den Plan. Klingt ganz gut. Excellent. I will await the outcome. Take this letter. It will get you into most areas unmolested. When the deed is done, let us not speak again. Farewell. Dann checken wir mal die Beweise. We've been basted with all these trails. So. Na, dann suchen wir mal die Beweise. Wo ist denn das? Doch schon weit nördlich, ne? Kommen wir da hin? Ah, von hier aus. So, Bonnie. Okay, 100 Meter. Dann gucken wir uns mal das Massengrab an und suchen mal ein paar Überreste. Und knallen den Gula, der da unschuldig auf dem Bus stand. Oder im Bus. Ein Imbus-Ghul. Ab nach unten. Hui. Tipp. Dann passt auch noch ein geiles Kürbis-Ding hin. Und Game Tenner. Na, das war ja so klar. Weg, ein Stimpack. Uniform. Ja, nehme ich mal mit. Alle leer hier in die Kisten. Jo. Oh, der Bombesteak. Schade, dass die Tunnel nicht alle dicht sind, ne?
Naja, das war ja eigentlich easy. So, dann gehen wir zurück, geben ihm die Beweise. Können ja erst noch den Brief lesen, ne? Dem da noch so drin steht. Brief von Homer. Victor, ich schreibe diesen Brief, weil ich weiß, dass du ein gütiges Herz hast. Erinnern Sie sich an die Zeit vor all den Jahren, als wir Adley unsere Treue erklärten. Wir hatten solchen Ehrgeiz, solche Hoffnung. Als Adley starb und Eve triumphierte, sah ich darin nichts weiter als eine Hürde, den Weg zur Größe. Ich habe mich geirrt. Die fünfte Kolonne ist nicht das geworden, was wir uns vorgestellt und erhofft hatten. Es ist kein Geheimnis, dass ich in den vergangenen Monaten mit Eve aneinander geraten bin. Sie müssen wissen, dass ich dies getan habe, um unsere Vision für die Kolonne zu verteidigen. Eine starke, aber gerechte Gesellschaft. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Eve mich töten will. Wenn dies der Fall ist, werde ich die Kolonne in Zeiten der Not nicht im Stich lassen. Aber du, Victor, du sollst dich da nicht einmischen. Geh, ich flehe dich an, dein Freund Oliver. No, no, ja, no. Natürlich haben sie vergessen, den Brief wieder mitzunehmen. Ja, ja. Hier mal einen richtigen Save machen, Leute. So. Dauert ja nur eine Nanosekunde. Ein Bruchteil eines Augenblickes. So, dann nehmen wir mal gleich zu, wie die Olle von dem Typen abgemuckst wird. Und wir sind natürlich völlig unschuldig. Sowas von. That badmin Lawrence is so stingy with supplies. Who does he think he is? Dein Vorgesetzter? Aber persönlich ist es mir egal. Wo ist der Typ? The boardroom's closed. Stay back. Ja, was passiert denn da drin? Officers meeting. And unless my eyes have done a runner on me, you ain't on the list. Habe ich mich in der fünften Spalte. Wenn du nicht aus dem Weg gehst, muss ich dich töten. Na, dann werde ich gehen. Ja, ich habe ja sowieso was anderes vor. Ach, Leute. Ja, schon bessere gesehen. Kommen wir denn nach oben? Hier drüben, glaube ich, ne? Britain, awake. Awake for slumber. Hier drüben. Nein, der ist so oben. Na. Schönes Billardzimmer. Was bist du denn? Oswald. Den hier drin. Was brauchen wir noch? Smoke? Nein. Haben wir. Kampel? Nein. Wie können wir das Ding nehmen? Sag mal. Ja, noch zu viele Variablen. Strong. Bleibt ja nur noch eins. Der Balance Act. Heute werde ich wieder einmal an die unmögliche Balance zwischen Muttersein und der Führung einer Fraktion erinnern, die dazu bestimmt ist, London zu übernehmen. Ich musste Lilys Waffentraining wegen einer dringenden Sitzung mit dem Rat verpassen.
Es ist herzerreißend, aber ich weiß, dass unsere Sache meine volle Aufmerksamkeit erfordert. Die Zukunft, für die ich kämpfe, geht ihr ebenso wie uns allen. Dennoch nagen die Schuldgefühle an mir. Wie erkläre ich meinem Kind, dass die Abwesenheit seiner Mutter Teil eines größeren Plans für eine bessere Welt ist? Ich hoffe jeden Tag, dass sie, wenn sie erwachsen ist, die Opfer versteht, die wir alle bringen mussten. Ich musste es machen. Aha, St. John's Verteidigungsanlage. St. George's Verteidigungs drüben in der Cave Street hält aber gerade noch. Die Barrikaden sind dünner geworden. Unsere Späher berichten von verstärkten Aktivität rivalisierender Fraktionen in der Gegend. Wir haben die Haupteingänge befestigt und unsere besten Schützen stationiert, aber ohne Verstärkung ist es nur eine Frage der Zeit, bis uns ein ernsthafter Durchbruch droht. Ich habe den Ingenieuren mitgeteilt, dass sie sich auf die Stärkung der Schwachstellen konzentrieren sollen. Jede Minute zählt. Wir können es uns nicht leisten, diese Festung zu verlieren. Es ist eine entscheidende Kontrollübung für unsere Abläufe. Wenn wir hier fallen, laufen wir Gefahr, unseren Schwung völlig zu verlieren. Essen für Oswald. Notiz für mich selbst. Wir brauchen mehr Hundefutter für Oswald. Er war ein treuer Begleiter und ein zuverlässiger Wächter. Aber unsere Vorräte gingen gefährlich zur Neige. Ich habe in diesem Batman Lawrence gebeten, die nahe gelegenen Lagerhäuser nach Vorräten abzusuchen. Aber angesichts der Ressourcenknappheit könnte das der Fall sein. Ja, über alternative Quellen nachzudenken. Vielleicht können wir ein Deal mit den örtlichen Händlern der Briller Dog Food Factory abschließen, da ich mich weigere, mit den Eigentümern selbst Geschäfte zu machen. Gentry Schultz. Oder vielleicht könnten wir einige unserer eingelagerten Rationen als vorübergehende Lösung verwenden. Oswalds Wohlergehen ist nicht verhandelbar. Er ist Teil der Familie und ein wesentlicher Teil unserer Sicherheitsabteilung. Wir müssen sicherstellen, dass er gut ernährt und versorgt wird. Das ist, was es wolle. Also, wir sind im falschen Raum. Ja. Den hier. Ah. Fünfte Kolonie. IH-Kolonie. Hm. I'm knackered as fuck. We're being beasted with all these drills. No. Lass mich mal durch. Can I help you? Ja, ich muss da rein. Ja, das kannst du, ich muss da rein. No need to make fun of me. I have a stutter. Ja, du hast recht, sorry. It's okay. Just don't do it again. You need authorization. Can't let you through otherwise. Warum? Ja, wird das genügen? This will do fine. Go right through. Das Horatiusbrief, was steht da drin? F, G, H, Hinweis. Eins. Keine Ahnung. Hm. Muss mal kurz mit dir quatschen, Victor Smith. No sudden moves. Who let you in? Hey, wach mal, hab ich reingelassen. She shouldn't have. What do you want then? Ja, ich bin hier, um über ihren lieben Anführerinnen zu reden. Before I lose my patience. Ja. Erinnern sich eher. Mein Gott. Erinnern Sie sich an Ihren Freund Oliver Humme? Eva ließ ihn hinrechnen. Yeah. What is this? I assume a strong but just society. So he didn't abandon the fifth column after all. I was foolish to assume he ran off. A damn fool. I don't know who put you up to this, and I don't care. But I owe it to an old friend to avenge him. Eve's gone. She rarely leaves Cable Street. But when she does, she always goes to the same place. Here's the address.
She has minimal security on these excursions to attract minimal attention. If you're here for the reason I suspect you are, now's your chance. Now go, leave me to my despair. Na super. Aber das nehme ich dann mit. Admin Lawrence is so stingy with supplies. Who does he think he is? Technisches Dokument. So. Da waren wir eben an einem diskreten Ort. Dann werden wir das tun. Und ich dachte, er macht das selber. Wir können jetzt zugucken, wie er die verprügelt. King Edward Memorial Park. Ja. Thanks, Katongo. London Eye really gives us a 005 Colossal. Hallo. Dann gehen wir da mal hin. Avery Street Schule. Da bin ich ja nicht mal drin. Unzugänglich. Okay, das erklärt, warum wir da nicht drin waren. Wenn ich mit dem Beefeater reden. Let's go kick some ass, yeah? Bobby. Gibt's als erster. Da muss natürlich auch nachladen. Ah, verdammt! Mist. Die haben doch mehr Schaden gemacht, als er erwartet. Ich dachte mir nur zwischendurch, nimmst du noch eben Stimpack oder isst du noch was Schönes oder so. Aber nö. Naja. Ja, sollte ja nicht allzu lange dauern, oder? Rennen wir da einfach mal hin. Vielleicht können wir sie ja einfach von irgendwo anders eben kurz wechseln, einfahren. Wusste nicht, dass sie direkt alle aggro werden. Ja, von ihr aus treffen wir den Kopf nicht, ne? Aber wir hätten eine Chance. Ich
können das mit dem Critical machen. Thanks, Ika Tongo. London Eye really gives us a 005 classic. I mean, so, dann warten wir kurz. Maybe this track by Paula Taffy might pick everyone up. Already, come back and we'll put you to rest. You thought you could hide, huh? Your fifth of all. Jetzt haben sie mich gesehen. Bam. Habt ihr denn Schönes? Ja, oh, dumme Dinge hier. Die halten immer gut was aus, ne? Ach, den Rest holen wir jetzt auch noch. Und dann passe ich den doppelt eine. Ach, ihr habt die Dinger, ne? Oh. Guten G3 oder was? Roter Hut. Ich komme hier mit einem Schiebpistole an. Ne? Yeah. Also eine Maske kriegen wir nicht, oder was? Horde. Eva Varneys persönliche Pistole, eiserner Vorhang, die mehr als nur eine Metapher war, als sie ihre politischen Gegner aufhielt. Ist eine Desert? Um 50er Kaliber? Was? Okay. Kampfmesser. Hauptschlüssel. Ihre Klamotten können wir nicht haben. Hm. Naja, steht da oben bei, ne? So. Kriegen wir einen Schluck. Und ein bisschen was mehr hier. Was haben wir denn? Das auch noch. Und das auch noch. Dann würde ich sagen, wir reisen einmal nach Hause. Ich würde gerne mein Dienstgewehr mitnehmen, falls wir den mal irgendwo eben wegknapsen müssen. Ich glaube, auf das Ding können wir keinen Schalldämpfer packen. Ne? So, sehen wir uns gleich wieder. Mal weg. Darn weg. Laserfass. Keine Visier. Okay, kann man nicht. Dienstgewehr. Explosiv. Ah, da. Gehärtete. Was haben wir denn? Können wir noch besser machen. Dann hat noch. Großes. Reflexvisier. Oh, mit Schalldämpfer.
Ja, ganz schön groß, ja. Dafür bräuchten wir Sandmann. Schade. Sush Gambit. Verlängern Sie das Gambit. Schade. Level Up haben wir nicht, ne? Nein. Ich weiß gar nicht, ob wir Sandmann überhaupt machen können. Na, könnten wir. Ah, der. Die schallgedämpften Waffen richten 15% mehr Schaden an. Na, ein bisschen bräuchten wir noch. Nee, gut. Das können wir nicht loswerden. Das Ding ist ganz witzig. Das. Das kommt hier eben noch rein. So, jetzt die Frage, wo habe ich das Dienstgewehr hingetan? Doppel-D, da ist es ja. Auf dem Doppel-D. Er macht halt nicht ganz krass so viel Schaden. 101. Aber wenn wir den wegsneaken, dann haben wir ja fett 200 Schaden oder so. Mal sehen, wir haben ja noch den Critical Hit. Müsste auch nicht passen. So. Dann knallen wir den mal ab, wer? Auf nach Camelot! Playlist. That one was another by Seth Bentos. Wie ist er denn? Ich glaube, danach wird uns unser Robo-Freund nicht mehr so mögen. Hm. Ja, hier sieht ja alles noch normal aus, ne? Patience is key. Genau. What's your business? Oh, das sehen wir gleich. Jetzt schon mal los, Hail, mate. Hallo. Wer hat ihn eigentlich noch hier irgendwo? Ever vigilant. What can I get you? Ja, was hast du denn vor, wollte ich? Ah, okay. Ah. Enjoy. Ja, gut. Wir stehen hier alle. Das wird aber schwer. Ah. Knight, do you have any news for me? Ja. Ist mir viel gelungen, hier, bla. What happened? Ja, ist ja schon Verwirrung. Nein, die Wand ist abgebrochen. Quite a difference from the initial account in the debrief, but one that rings a little more true. Interessant, eigentlich ist die Quest doch gescheitert. Fantastic news. With that outpost secured, I feel a lot more secure. Thanks to your efforts, the fortress to the north will be a significant deterrent.
This is that buffer zone you suggested. That it is. Good work. With this outpost secured, we can finally move on to the front foot. Knights, listen closely. Arthur, Merlin, Charing Cross Station. Ah, yes. Speak plainly. Or at least with a verb. Eastminster reports there's been an explosion at Charing Cross Station. This could be a blessing. We can put their weariness to rest by helping out. With Percival's anxiousness. Dann schlägt das fehl. Ernsthaft? Merlin wow. is right. Eastminster's already fingered us. They're saying. I hate to ask. Okay, das wusste ich nicht. Ist so gut wie erledigt. Dann muss ich das nochmal eben laden und wir müssen den so irgendwie abknipsen, ne? Komisch. Okay. Ja, wie machen wir das dann, wenn die da alle unten rumhängen? Das wird nicht einfach. Be more careful. There's a wall. Ja, hier sind nämlich ein paar Leute. Oi, watch it. Hätte ich doch gerne die Chameleon-Rüstung mitgenommen, ne? Ja, bist du eigentlich geh. Oh, Snapdragon hat uns verlassen. Make yourself. Present identification immediately. Identify yourself. Oh. Das ist jetzt das Problem. Ever vigilant. Wie kommen wir hier? Können wir uns nicht irgendwo dann verstecken danach? London is the place for me. Ein riesiges Problem. Erstmal Snapdragon loswerden wir. Das ist ja echt blöd, dass der hier unten festhängt. Ne? Soll man sich hier auch verstecken? Ne? Oh, wir sollten mal getrennte Wege geben. Oh. Ja, ist halt so. Ja, kann ich nicht mitnehmen. Hier ist ein Wentworth Pin da. Oh. Jetzt kommt er wieder. Speichern wir mal richtig. Das ist natürlich echt doof, ne? Open the gate. If you are
Identify yourself. If you are a friend of democracy, make yourself known. Sonst müssen wir uns hier einfach rausballern, ne? Ich habe Glück und die Lage beruhigt sich. Rückkehr nach Smite in Westminster aus den Schatten. Ich bin gar nicht da. Bin unsichtbar. Geh einfach weg. Oh, ich hast du gesucht. Hier ist niemand. Alles gut. Ach, verdammt. Echt sonst nichts zu tun hier? Geht doch alle weg. Jetzt komme ich wieder hierher. Nein, geh weg. Steh an meine Ecke. Alter. Ich kann hier auch nicht abhauen, ne? Wenn ich mich bewege, dann entdecken die mich sofort. Müsste echt alle umlegen, ja. Jetzt such doch einfach die. Stell doch die Suche ein. Ich bin nicht da, geh weg hier. Ich habe auch kein fettes MG42. Langsam werden wir aber auch zu dumm hier. Wie hier einfach alles voll ist, ey. Ich bin nicht da. Kein Sinn, ne? Okay. Ich hab's versucht, den Friedlichen zu lösen. Ihr wolltet ja nicht. Sogar mit dem Pfeil auf mich geschossen. Wünsche, du hättest das nicht getan. Es ging nicht anders. So, dann warten wir jetzt aber trotzdem noch mal eben, bis sich die Lage hier beruhigt hat. Die Stühle sind ja geil. Mörle Combat hier, oder was? Nein, das will ich nicht tun. Ja, nur die Kapelle. Ah, hier kommen wir raus. Ja, dann bin ich ja echt mal gespannt auf die nächste Quest, Leute.
müssen dann nach Westminster, ne? Können wir auch von hier aus eben schnell hinreisen. Kannst du schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind? Hab ich mir fast gedacht. Jetzt sind sie alle feindlich, ne? So, wie kommen wir denn am besten hier raus? Ja, der Nebel gibt uns Entdeckung, das ist sehr gut. Patience is key. Alter. Ich bin nicht da. Komm ich hier raus? Na, nicht so. Aber hier. Zack. Aha. Wir sind ein Geist im Nebel. Schwinden langsam ins Feld. Ja, bis auf das Massaker da drin lief es doch eigentlich ganz gut. Aber ich bin nur weit genug weg, dass wir da eben noch schnell hinreisen können. Oh, so viel brauche ich erreichen, mal. Arthur ist tot. Anführerin der fünften Spalte ist auch tot. Und Smite ist glücklich und am Ende wird er uns wahrscheinlich töten. Wir könnten Sandmann noch machen. Dann vielleicht kommen wir ja nochmal nach Hause. Könnte ich das Gambit noch umbauen zum Seildämpfer. So. Und Jack. Ah, da sind wir ja. Wo sollen wir denn dann hin? Ah, hier, okay. Dahin. Rückkehr zu Smiles in Westminster. Brauchen wir da echt nochmal eine Melone oder was? Keine Ahnung. Ah, der Speer von Snapdragon. Ja, ja. Eigentlich ganz nett. Loser, dude. Oder kaputt. Du, Leute, beim nächsten Mal. Weiß nicht, wie lange das noch geht, aber wir treffen uns dann hoffentlich mal richtig mit Smite und dann sehen wir mal. Also Leute, haltet ihr die Ohren steif und denkt immer daran, mind the gap. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.